Herzlich willkommen zu Wir versilbern das Netz, eine Videoerklärreihe von Wege aus der Einsamkeit, Facebook und weiteren Partnern. Mein Name ist Dagmar Hirche und heute dreht sich alles um die Corona-Warn-App. Zuallererst möchte ich Ihnen zeigen, wo Sie sich Informationen im Internet über die Corona-Warn-App holen können, weil alles, was dort steht, will ich Ihnen jetzt nicht vorlesen. Das heißt, Sie müssen auf Ihrem Smartphone den Browser öffnen und auf Ihrem iPhone ist es Safari. Sie klicken auf Safari und dann geben Sie in die Suchleiste Corona-Warn-App ein und dann sehen Sie als allererstes schon www.bundesregierung. Corona-Warn-App unterstützt uns im Kampf gegen Corona. Da klicken Sie drauf. Ich nehme heute mal den Stift. Dann nehmen Sie den Finger oder auch den Stift und wischen leicht so nach oben. Und dann sehen Sie, je mehr mitmachen, lauter Informationen, wie funktioniert und was kann die Corona-Warn-App. Die wichtigsten Fragen und Antworten sehen Sie hier. Und auch hier müssen Sie mit dem Finger auf diese Informationen, die wichtigsten Fragen und Antworten zur App. Da klicke ich mal drauf. Und dann sehen Sie, warum brauchen wir eine Corona-Warn-App? Was macht die Corona-Warn-App? Wie funktioniert die? Und wenn Sie dieses Plus dann sehen, da müssen Sie draufklicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster und Sie sehen die ganzen Informationen darüber. Bin ich verpflichtet? Nein, Sie sind nicht verpflichtet, sie zu nutzen. Warum sollte ich sie nutzen, ist hier die Information. Welche Voraussetzungen werden benötigt? Und da klicken wir mal drauf, weil jetzt ist es ganz wichtig. Sie müssen nämlich wissen, was Sie für ein Smartphone haben, ob es ein neueres oder ein älteres ist. Bei einem Apple-Gerät muss es ein 6S sein. Alles, was älter ist, da funktioniert die Corona-Warn-App leider nicht drauf. Das können Sie sich aber alles hier angucken. Ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie rausfinden auf Ihrem Smartphone, was Sie für ein Smartphone haben. Dazu benutzen Sie die App Einstellung. Auch hier leicht draufdrücken, dann öffnen sich alle Informationen zu Ihrem Smartphone und auch Funktionen. Und hier müssen Sie auf Allgemein klicken, dann auf Info und hier sehen Sie, dass Ihre Softwareversion 13.6 ist und mein iPhone heißt Modellname iPhone XR. Bei Ihnen würde dann vielleicht was anderes stehen. Dann gehen Sie wieder zurück auf Ihre Hauptseite und jetzt brauchen Sie die Corona-Warn-App, wenn Sie sie gerne haben möchten. Und die bekommen Sie im App Store. Sie sehen, hier klicke ich drauf. Dann habe ich hier unten eine Lupe, auf die ich klicken muss. Und jetzt habe ich hier ein Suchfeld, hier dieses graue Feld. Da klicke ich mit dem Finger rein. Dann öffnet sich die Tastatur. Und jetzt gebe ich ein Corona-Warn-App. Und dann sage ich Suchen. Und als allererstes wird mir die Corona-Warn-App angezeigt, die ich auch haben möchte. Das Icon, das Symbol oder Zeichen, sieht immer so aus wie ein Halbmond. Sehen Sie das hier? Der ist oben blau und unten hat er so einen Braunton. Corona-Warn-App laden. Sie sehen, 46.822 Menschen haben diese App bewertet. Sie drücken auf Laden. Jetzt muss sie installiert werden und gleich werden wir sie auf dem Smartphone finden. Es dauert immer ein klein bisschen. Jetzt ist die Corona-Warn-App auf meinem Smartphone geladen und wir klicken mit dem Finger oder den Stift hier drauf. Dann geht's los. Gemeinsam Corona bekämpfen. Da können Sie sich das alles ganz in Ruhe durchlesen. Das sollten Sie hier auch mal machen. Es ist auch sehr schön groß geschrieben. Und dann auf Los geht's. Dann kommt hier der Datenschutz. Auch hier kriegen Sie die Informationen, die Sie benötigen. Lesen sich das alles in Ruhe durch. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Dann gehen Sie auf Weiter. Wie Sie die Risikoermittlung ermöglichen. Auch das können Sie sich ganz in Ruhe durchlesen.
Dann klicken Sie auf Weiter. Und dann kommt Covid-19 Begegnungsaufzeichnung und Mitteilung aktivieren. Das müssen Sie aktivieren. Oft sage ich ja immer nicht aktivieren, aber hier müssen Sie es aktivieren, wenn Sie die Corona-App nutzen wollen. Falls Sie Corona-positiv getestet werden, teilen Sie bitte über die Corona-Warn-App mit, freiwillig und sicher. Auch hier wird Ihnen erklärt, dann gehen Sie auf Weiter. Auch hier bekommen Sie noch Informationen, auf Weiter klicken. Corona-Warn-App möchte dir Mitteilung senden. Auch dem sollten Sie zustimmen, damit Sie auch Informationen bekommen. Also erlauben. Dann gibt es wieder eine Information. Auch das bitte in Ruhe durchlesen und auf OK klicken. Und jetzt ist die Corona-Warn-App auf meinem Smartphone installiert, aber eventuell noch nicht aktiv nutzbar. Warum? Es muss Bluetooth eingeschaltet sein und es muss die Standortermittlung eingestellt sein. Und wo Sie das machen können, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie gehen wieder auf Einstellung. Da suchen Sie das Wort Bluetooth. Hier steht es. Da ist ein kleiner Pfeil, da klicken Sie drauf. Und hier können Sie Bluetooth aktivieren oder deaktivieren. Das ist wie ein Lichtschalter. Wenn Sie den ausstellen, ist der grau. Ist er aktiv, ist er grün. Und er muss aktiv sein. Dann gehen Sie wieder zurück. Und jetzt müssen wir noch den Datenschutz suchen, weil wir müssen die Ortungsdienste aktiv schalten. Auch hier ist der Pfeil. Sie klicken da drauf, sagen Ortungsdienste aktivieren, können dann wieder zurückgehen auf Ihre Hauptseite, öffnen die Corona-App und jetzt kann es losgehen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie die App aussieht, wenn sie 14 Tage aktiv war auf Ihrem Smartphone. Bei mir steht Risikoermittlung aktiv und niedriges Risiko. Das heißt, ich bin niemandem begegnet, der Corona-positiv getestet worden ist. Das sehen Sie erst nach 14 Tagen. Dann wurden Sie getestet. Informieren und helfen. Klicke ich mal drauf. Und hier steht jetzt genau, was Sie tun müssen, wenn Sie positiv getestet worden sind. Sie bekommen dann entweder eine TAN oder ein QR-Code und den müssen Sie einscannen oder eingeben. Ich klicke hier mal auf Weiter und dann sehen Sie, wird Ihnen vorgegeben, haben Sie einen QR-Code vom Labor gekriegt, müssen Sie ihn hier einscannen. Bei einer TAN geben Sie es hier ein. Und dann bekommen alle, die in Ihrer Umgebung in den letzten 14 Tagen waren, eine Nachricht, dass Sie in der Nähe von einem positiv getesteten Corona-Patienten waren. Was bedeutet die Corona-App? Mal zwei, drei Fragen, die mir Versilberer-Teilnehmer in unseren analogen oder digitalen Runden gestellt haben. Warum brauche ich die App? Wenn jemand Corona hat, muss er doch zu Hause bleiben oder in Quarantäne sein. Das stimmt. Aber stellen Sie sich vor, ich bin gesund, Sie treffen mich. Ich denke, ich habe kein Corona. 3 Tage später stelle ich fest, mir geht es nicht gut, ich lasse mich testen und es wird festgestellt, ich bin Corona-positiv. Dann teilt mir das Labor mit ein TAN oder ein QR-Code, den ich in die Corona-App eingebe. Da wir uns vor 3 Tagen begegnet sind und wir beide die App auf unserem Smartphone aktiv eingestellt haben, weiß Ihr Smartphone nicht, dass ich, Dagmar Hirche, Corona-positiv getestet wurde, sondern die haben Codes ausgetauscht. Und jetzt weiß das System, dieser Code von mir war in Ihrer Nähe und schickt Ihnen jetzt eine Information, dass Sie mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der Corona-positiv getestet worden ist. Und jetzt sollten Sie zum Arzt gehen und sich selber testen lassen. Die zweite Frage, die gestellt worden ist,
dann könnte ja jeder eingeben, ich bin positiv und etwas Panik verbreiten. Das geht nicht. Man kann in die App nur eingeben, dass man positiv getestet worden ist, wenn man von den Labors eine TAN oder ein QR-Code bekommt und diesen in die Corona-Warn-App eingibt. Dritte Frage, bin ich dann ganz sicher? Die Corona-Warn-App wird nicht eine hundertprozentige Sicherheit für Sie darstellen, dass Sie Corona nicht bekommen. Es ist ein Weg, die Corona-Pandemie einzugrenzen. Und je mehr Menschen die App benutzen, umso besser das Ergebnis. Aber das ist eine Entscheidung, die Sie völlig unabhängig für sich treffen müssen. Es gibt keinen Zwang, diese App zu benutzen. Das war die kleine Einführung zur Corona-Warn-App. Ich sage Tschüss, Ihre Dagmar Hirche.